nächste Redner, SPÖ, Johann Hell. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Frau Staatssekretärin, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren der Volksanwaltschaft, Frau Präsidentin des Rechnungshofes. Vorerst einmal darf ich recht herzlich begrüßen die vierte Klasse des Holztechnikum Kuchl, die heute hier zu Gast sind. Recht herzlich begrüßen. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, Menschen müssen die Möglichkeit haben, einen einfachen Zugang zu ihren Rechten zu bekommen. Die Volksanwaltschaft als unabhängige Verwaltungskontrollorgan kontrolliert die öffentliche Verwaltung, prüft, ob die Verwaltung im Rahmen des Gesetzes handelt, dabei Menschenrechtsstandards einhält und steht hilfesuchenden Menschen zur Seite. Es wurde heute schon angesprochen, im Jahr 2015 hat die Volksanwaltschaft 17.732 Fälle bearbeitet, davon betrafen 17.231 Fälle die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung und 501 die präventive Menschenrechtskontrolle. Die finanzielle Ausstattung, sowohl finanziell als auch personell, ist für uns daher auch ein ganz wichtiges Anliegen. Und geschätzte Vorrednerin, ich glaube, wir stehen im Volksanwaltschaftsausschuss den Anliegen der Volksanwaltschaft immer sehr positiv gegenüber und wir schätzen auch die Arbeit der Volksanwaltschaft. Im Jahr 2017 steigt der budgetäre Rahmen auf 10,8 Millionen Euro. Das wurde heute schon angesprochen. Das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 1,9%. Damit werden auch 0,3 Millionen an Rücklagen mit eingebaut. Die Volksanwaltschaft verfügt laut Personalplan 2017 über 75 Planstellen, über eine personelle Aufstockung und das wurde auch in den Vorberatungen besprochen, wird im Frühjahr 2017 entschieden. Wir stehen dieser Entscheidung sehr positiv gegenüber. Die Volksanwaltschaft überprüft auch private und öffentliche Einrichtungen, in denen es um Freiheitsbeschränkungen geht. Die Zuständigkeit umfasst hier alle Einrichtungen in Österreich, in denen Menschen angehalten werden, etwa in Strafvollzugsanstalten, Asylzentren, Psychiatrien und natürlich auch in Pflegeheimen. Mit der Flüchtlingsproblematik ist hier eine neue Dimension für die Volksanwaltschaft auch aufgegangen und hier müssen natürlich verstärkt auch Überprüfungen stattfinden. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, die Beibehaltung der hohen Qualität der Prüftätigkeit der Volksanwaltschaft sowie der formlose, kostenlose und einfache Zugang der Volksanwaltschaft ist eines der Wirkungsziele der Volksanwaltschaft. Das Ziel wurde 2015 laut Evaluierungsbericht zur Gänze erreicht. Bürgernähe und einfacher Zugang zu den Einrichtungen der Volksanwaltschaft haben eine sehr hohe Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung hervorgerufen. Ich darf mich auch im Rahmen meiner Worte hier bei der Volksanwaltschaft, bei den Mitarbeitern recht herzlich bedanken für die Arbeit. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die Menschen in unserer Republik auch zu ihrem Recht kommen. Danke sehr. Eine personelle Aufstockung der Volksanwaltschaft stehe im nächsten Jahr an und die SPÖ stehe dem positiv gegenüber, sagt Opferstellvertreter des Volksanwaltschaftsausschusses und Seniorensprecher der SPÖ, Johann Hell.